Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurück in die Zukunft, das Spiel. Wir sind ja jetzt wieder zurück in die Vergangenheit gereist, wollen Kit Tennen in den Knast bringen, wollen unseren Hund nun vom Dach runterbringen. Wir müssen erstmal zusehen in der Kneipe, den Polizisten wieder nüchtern zu bekommen und dass er Kit Tennen verhaftet. Auch müssen wir die Sängerin Trixie zu ihrer Aussage gegen Kit Tennen bewegen. Aber sie brauchte halt eine Versicherung, damit ja, sie nicht abgeknallt werden können von ihnen. Trixie? Ja? Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht? Artie McFly. Artie McFly. Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife wie ein Professor. Verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Ich habe seit Wochen heimlich an meiner Komm-von-Kit-Los-Karte gearbeitet. Aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kit kann man nicht vorsichtig genug sein. Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kit in der Hand? Streich das. Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur McFly gesprochen habe. Wenn ich ein Treffen mit Artie arrangiere, können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir müssen also Arthur finden. Und die Frage, wo ist der auch? Ich denke, er ist irgendwo hier reingegangen. Toi, toi, toi. Danke. I don't care. Das ist der Text von ihrem Song. I don't care. I don't care. Trixie? Ja? Toi, toi, toi. Danke. Bringe Trixie und Arthur zusammen, das ist mir schon klar. Versuch mal den Lied nochmal mit dem Polizisten. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may Danny. Not mean offense, but I glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Diese Mengen an Alkohol sind deiner Gesundheit nicht zuträglich, weißt du? Wer bist du, meine Mutter? Eher dein zukünftiger Schwiegerenkel. Was? Ach, nichts. Ich glaube, ich weiß, warum du Tennen nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Ach, Arthur. Er ist wieder da. Geht's trotzdem nicht weiter? Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen.
Wo liegt das Problem? Doc, wir müssen Artie finden. Mein Großvater. In der Straßenbahn für nur eine Sekunde. Warum? Wir müssen ihn Trixie finden. Trixie glaubt, dass sie etwas hat, das Kit in den Bau bringen könnte. Aber Artie ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hilverley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tenne nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. Da brauchen wir sicherlich erstmal den Hund. Doc, Parker geht es schlechter, als wir dachten. Wir haben sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass Jennifers zukünftige Großmutter ihn verlassen hat. Ich weiß. Marty, es ist jetzt wichtiger denn je, Parker wieder auf den richtigen Weg zu lenken. Wenn Jennifer nicht geboren wird, muss ich dich nach 2015 schicken, um deine Kinder zu retten. Und dann wird der alte Biff nie... Ein Paradoxon, ich verstehe. Irgendeine Spur von Artie? Hab ihn noch nicht gesehen. Doc, Parker geht es schlechter, als wir dachten. Dass Jennifer's zu... Ich weiß. Ach, das kommt so, dass dieses Störgeräusch. Wahrscheinlich sagt ein Schimpfwort, das ist wahrscheinlich dann... Ja. Die Zensur. Warum sind die Tenants eigentlich immer solche Idioten? Das ist schwer zu... Dann bring ich mal... Sei froh. Würdige Waffen für jedermann. Also jedermann schließt auch Doc und mich mit ein. Großvater Artis Pfeife. Ich kann mich zwar kaum erinnern, wie Großvater aussah, aber das hier riecht nach ihm. Heftig. Es gibt nur ein paar Personen und 1 oder 2 Tiere, die Interesse an Großvaters stinkender alter Pfeife haben könnten. Das ist keine von ihnen. Na ja, gut. Einstein aber. Den kann ich ja noch nicht retten. Edna, was? Irgendeine neue Story heute Nacht? Nur das Übliche. Bürgermeister Thomas wollte sagen gegen einen... Ah. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Officer Parker, ein neuer Mensch. Ist er? Wirklich? Bald. Warten Sie ab. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf... Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Die wissenschaftliche Unternehmung stellt eindeutig eine Gefahr die Ablenkung. Für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Anwandlungen. Sie machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Sie die Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung und einem Hund auf dem Dach geendet hätte. Ich bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Einie! Wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Das Problem werden wir dann noch irgendwie lösen, sicherlich. Test, Test. 1, 2, 3, 4. Check. Hey, spiel nicht an meinen Geräten rum. Entschuldigung. Wo ist er denn eigentlich hin? Ich guck noch aus dem Fenster. Hey Ned, wo bist du überhaupt? Hey Kleiner, wie geht's? Braver Hund.
Enid? Ich weiß nicht, wo Enid hin ist. Sehe ihn nicht mehr. Ist er hier? Enid? Nee. Gehen wir erstmal nochmal zu Edna. Weil ich gesehen habe, das Lied. Das kann ich dann vielleicht mitnehmen für den Polizisten. Edna! Was? Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Trixie Trotter trickst Tennen aus. Schöne Alliteration. Aber ist das wahr? Ist sie wirklich auf unserer Seite? Bald. Warten Sie ab. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Das kann ich ihr nicht sagen. Er könnte Probleme bekommen. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. So, da kann ich da bestimmt Parker seine Pflicht machen lassen. Dass er zumindest auf unserer Seite ist, so rum. Also, wir gehen nochmal zu ihm. Ich denke mal, damit kann ich das schaffen. Den Hund haben wir auch, da kann man dann mit der Pfeife dann sicherlich dann den Großvater suchen lassen. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Nee, da hat nichts Neues. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty! Ach, geh nochmal zurück, geh nochmal zurück. Emmett ist ja oben. Emmett! Keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Emmett! Kommen Sie da runter, bevor Sie sich noch wehtun. Mich verletze? Ha, Sie sind überängstlich, Miss Strickland. So, ich gesehen, da steht jemand auf dem Dach. Edna kann zwar keinen Ton halten, aber die Texte sind Motivationsdynamit. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Hey Trixie, sieh mal da! Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. Mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe, aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Also, was jetzt? Ich warte auf den richtigen Moment, Kit Tannen fertig zu machen, meinen guten Ruf wiederherzustellen und das Herz von Betty Lipinski zurückzuerobern. Tun Sie das. Ich wette, der Moment wird sehr bald kommen. Gut, wir haben ihn also auf unserer Seite. Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe ihn auch nicht erwähnt.
Und ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, nachdem du nun wieder ein ehrbarer Polizist bist. Hast recht. Ich bin dir etwas Anonymität schuldig. Mach einfach keinen Unsinn, hörst du? Laut und deutlich, Officer Parker. Immer noch bereit, Tennant zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool. Halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. So, jetzt können wir erstmal nichts machen wahrscheinlich. Also gehen wir. Ich denke mal, mit Einstein werden wir dann die Fährte aufnehmen von Arthur. Dann können wir dann Trixie und Arthur zusammenbringen. Und dann, ja, können wir wahrscheinlich Tennant verhaften lassen. Edna! Was? Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh? Was denn? Officer Parker, ein neuer Mensch. Ist er? Wirklich? Aha. Ich brauche einen Kommentar. Wo kann ich ihn finden? In Tennants Bar. Sie werden erfreut sein zu hören, dass ihr You Should Care Parker wieder auf den rechten Weg gebracht hat. Tja, Halleluja. Eine arme Seele vor dem Fegefeuer gerettet. Wissen Sie, Trixie Trotter hat auch eine Version von You Should Care. Hat sie? Ja, aber ihre ist etwas optimistischer. So ist das, wenn man für Säufer und Verbrecher singt. Bis bald. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Das mache ich. Einstein. Hey, Kleiner. Schnüffel mal hier dran. Eine tolle Nase. Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber... Im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, Einstein, gut gemacht. Emmett kommt also auf seine tolle Idee beim Frankenstein schauen, hm? Das sagt wohl so einiges über Doc aus. Kann ich ihn nur endlich dazu bringen, dass er ins Kino geht? Obwohl, jetzt will er erstmal sein Raketenauto wieder herholen. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Gute Neuigkeiten, Doc. Parker hat sich bereit erklärt, Tennant zu verhaften. Ich musste also nicht allein zum Abschlussball. Super! Und was ist mit Miss Trotter? Daran arbeite ich noch. Müssen wir uns um ihr jüngeres Ich und Edna Strickland Gedanken machen? Da gibt es einen komischen Knick im Raumzeitkontinuum, aber das macht sicher nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich mit so einer Frau einlassen würde. Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey, Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein. Ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln. Und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Wo ist Kid?
Keine Sorge. Ist Trixie unterwegs? Nein, noch nicht. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Indem sie erstmal einfach nur rausgeht. Ach, der ist auch wieder da. Du machst es ja schon wieder. Du willst mir die Freundin aussperren, was? Na, ich will dich wirklich meinen, ja. Ich will deine Freundin mit dem Hut haben, ja. Ich nehme ja dann den Hut weg und was ich dann mache, behalte ich für mich, ja. Nun, ich hatte es nicht drauf angelegt, aber wenn Yunis möchte... Du. Sieht aus, als müsstest du dich etwas abkühlen. Verzeihung, ich wollte nicht, dass Ihr Freund aus dem Club geschmissen wird. Ah, Schnee von gestern. Willst du ihm den Platz warm halten? Trotzdem danke. Trixie? Ja? Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Cubal. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Guck schon so. Hey, du! Hä? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Yunis schöne Augen gemacht hast. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du. So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du, was weißt du darüber? Nichts, ich... Trixie? Pause ist vorbei, Cubal. Was immer du sagst, Baby. Sie ist traurig. Was war das? Ist Arthur gestorben. Haben die Arthur umgebracht? Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Und was ist mit ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein! Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kit. Nein, ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Toi, toi, toi. Danke. Hey. Hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Hey, Danny. Hey, ich glaube, ich habe noch nie deinen Namen gehört. Ich habe Barapolis. Das hatten wir schon. Immer noch bereit, Tennant zu verhaften? Auf jeden Fall. Cool, halt die Ohren steif. Ich sehe, was ich tun kann. Bis bald, Danny. Pass auf dich auf. Party? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kit, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein.
Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer. Na gut, zumindest bedeutet das, Arthur ist noch am Leben. Na gut, sonst hätten wir uns ja aufgelöst. Schätze, das ist Blut aus Grandpas Nase. Aber ich sehe, ich muss die Folge jetzt auch beenden. An dieser Stelle. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren bei Twitter oder Facebook oder auch Discord mal vorbeizuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir Arthur schon wieder suchen. Und wahrscheinlich werde ich erstmal bei Doc Brown nochmal gucken, ob er da irgendwo ist. Und dann, ja, müssen wir noch das Raketenauto wiederholen, müssen den jüngeren Emmett in das Kino bringen und dann mal sehen. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.